Und ja, gerade nochmal im fließenden Übergang. Hey Leute, wir haben es geschafft. Der Tombury, beziehungsweise alle drei Meister-Tombrys sind gefallen. Hey Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Quarter TV. Ich bin der Frankie. Schön, dass du hier heute mit dabei bist. Wir legen wieder richtig los. Ich habe das jetzt extra so gemacht. Ich habe daran gedacht, dass ich eine Eröffnung machen will und dachte einfach im fließenden Übergang, komme ich voll mit diesem Impuls rein. Jawohl, wir haben diese Quest endlich geschafft. Nach all dem Frust, der da in der 28. Folge passiert ist und wir dann im Mirage des Kristalls so richtig gerockt haben, zwischendurch drei richtige Highlight-Folgen haben, zumindest zwei davon sind mega abgegangen, bei der anderen weiß ich es noch nicht, weil sie noch nicht veröffentlicht ist, ich hoffe aber, dass sie genauso abgehen wird wie die anderen beiden. Danke nochmal dafür, vielen Dank für euren Support, macht weiter so, vielleicht noch ein paar Abos mehr, das wäre echt schön, würde ich mich wirklich freuen, weil ich das wirklich mit Herzblut hier mache. Will aber nicht zu sehr betteln, sondern will euch zeigen, dass ihr hier Spaß haben könnt, wir gucken uns kurz an, wir haben Belohnungen bekommen. Und wir können beim Schmied jetzt Ausrüstung der Stufe Stern 5 oder 5 Sterne aufwerten. Cool. Ja, ist mir jetzt aber gerade mal erstmal wurscht. Weil was wir jetzt tun, ist erstmal wieder reingehen in Nicht-Schwierigkeitsgrad ändern. Wir wollen bei schwer bleiben. Ich wollte eigentlich was machen, was offensichtlich hier nicht geht. Ich wollte mich optimieren. Das stimmt, das geht im Hauptmenü. Gehen wir erstmal in die Jobs. Boah, ich brenne noch total. Das ist jetzt gerade erst vor 2 Minuten passiert, dieser unglaubliche Sieg. Okay, hier geht nichts. Kampfeinstellungen hier, dann optimieren wir mal. Okay, es bleibt der magische Streitkolben. Der ist offensichtlich wirklich richtig, richtig gut. Wie sieht es mit der Affinität vom Ronin aus? Ja, Schlitzbonus 1, Weisheit des Ronin 220, da fehlt noch ein bisschen was. Aber bis zum Schluss ist nicht mehr viel. Da ist die Jobaffinität bei 400% irgendwann mal. What? Oder kommt das noch mit dazu? Ich weiß es gar nicht so genau. Also wir haben aktuell angeblich Jobaffinität 100. Dazu steht da Weisheit des Ronin, Weisheit des Ronin 2, Schlitzbonus 1. Und dann offensichtlich nochmal Weisheit des Ronin, weil es immer oben drüber steht, wie viel Prozent man hat. Und darunter der Name. Da steht aber 80%, wie wir jetzt auf 100 kommen. Keine Ahnung, wahrscheinlich durch irgendwelche Zusatzdinge an einer unserer Masken hier. Oder am Tachi, da haben wir 20%. So läuft das hier auf jeden Fall. Cool. Seele des Schwertmeisters. Dann hätten wir 250 und Katana-Meister die 400. Schlitzbonus 2, die 120. Und bei Weisheit des Ronin 460. Halten wir uns nicht zu lange damit auf. Wir wollen Action. Ihr wollt Action. Ich weiß das. Ihr habt Bock auf das Ganze. Ich hab Bock auf das Ganze. Und es wird Zeit, dass wir hier mal wieder was anderes machen. Und zwar kurz hier raus. Liste einblenden. Mirage des Kristalls. Gibt es da eine Nebenquest? Nein, da gibt es keine Nebenquest. Spannend. Das würde ja bedeuten, wir müssten eigentlich im Luftschloss weitermachen, weil alles andere scheinen wir geschafft zu haben. Ja, hier sind überall 1, 1, 1, 1. Hier die 0, weil es keine gibt, okay. Und hier im Luftschloss gibt es die Hauptquest. Wie sieht es denn da aus? Missionsstufe 40, durchschnittliche Ausrüstungsstufe 36. Wisst ihr was, nach dieser kurzen Pause, die wir für eine Sidequest investiert haben, will ich euch die Action bieten der Hauptstory. Wir machen hier weiter. Erinnerungen des Windes. Estos hatte den Gefährten gesagt, an der Spitze des Waldturms würden sie Chaos finden. Falls es in der letzten Folge zu kurz kam, hier noch ein bisschen Chaos, 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 Chaos. Würden sie Chaos finden, doch dort erwartete sie bloß eine riesige Bestie. Cody und die anderen fühlen sich von Estos oder Damien getäuscht, Damien, 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 und sind entmutigt. Für Trübsal ist jedoch keine Zeit, als der Raum plötzlich zu leuchten beginnt, so, als würde er zum Leben erwachen. Ihr erinnert euch, auch wir sind hier, um das Trübsal zu verblasen. Und das ist nicht irgendwie dumm anzüglich gemeint, sondern einfach nur, um euch Spaß zu bieten auf diesem Kanal. Und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Damien. Estos ist Damien. Bisschen überdreht heute, ich weiß. Ich bin aber auch einfach richtig, richtig gut drauf. Fangen wir es nochmal vorne. Damien hatte den Gefährten gesagt, an der Spitze des Waldturms würden sie Chaos finden, doch dort erwartete sie bloß eine riesige Bestie. Cody und die anderen fühlen sich von Damien getäuscht und sind entmutigt. Für Trübsal ist jedoch keine Zeit, als der Raum plötzlich zu leuchten beginnt, so als würde er zum Leben erwachen. Kimmy scheint sich an den Ort zu erinnern und begreift, was geschehen wird. Genau wie sie vorher gesagt hat, aktiviert sich das Gerät des Raums und eine ausdruckslose Stimme verkündet, auf die Gruppe gewartet zu haben. Das zunehmend grellere Licht flutet den obersten Stock des Turms. Als es nachlässt, sind Cody und die anderen nirgends zu sehen. Die Stimme verkündet in ruhigem Ton, Transport zum Luftschloss abgeschlossen. Ja, ist das jetzt der Beweis, dass das hier alles irgendwie gesteuert ist und dass das nur in Anführungsstrichen eine Illusion ist, was sich uns hier auftut, eine Simulation? Sind wir in irgendeinem Gerät drin? Wir erinnern uns, ich habe ja schon sinniert.
gerade weil dieser eine Auenwald an den Auenwald von Sunless in Final Fantasy 13 erinnert hat und dort die Dimension 13 benannt war, ist jeder Level hier vielleicht angelehnt an andere Teile von Final Fantasy. Es heißt ja nicht umsonst hier Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Wir werden es erleben. Origin oder Origins, weiß ich gerade nicht genau. Let's go. Denn das weiß ich sicher, wir machen hier immer weiter. Und wir haben eine der absoluten Highlights dieses Spiels. Macht euch gefasst, die Verrücktheit zu erleben. Notiz eines Narren 13. Der Narr ist nämlich komplett verrückt. Das Luftschloss, nicht einmal der höchste Gipfel des höchsten Berges, bietet eine derart prächtige Aussicht auf die Welt. Zu welchem Zweck wurde sie erbaut? Ich kann nur mutmaßen, dass sie einem Königreich oder Volk, das längst aus den Geschichtsbüchern verschwunden ist, als Transportmittel diente. Meinen Beobachten zufolge dienten die imposanten Minarette aus Dimension 4 als Inspiration für diese schwebende Zitadelle. Wie viele andere Bauten auch, wurde ihre Gestalt natürlich verändert, damit sie als mobile Teleportationsplattform dienen kann. Ich kann nur vermuten, dass der Windkristall hier verwahrt wurde, um die Struktur mit der nötigen Energie für ihre Verzerrungsmechanismen zu versorgen. Sehr genial. Wer auch immer dahinter steckt, wir haben ja ein paar Vermutungen. Wer weiß, was Damien und Vic damit zu tun haben oder auch ganz andere Gestalten. Wow. Cool. Das hier wäre dann übrigens eine Anlehnung an Final Fantasy IV. Und klar gab es da ein Luftschloss, aber das gibt es in vielen. Genauso wie Luftschiffe. Es würde aber passen. Steht Kimmy da auf? Scheint so und sie kümmert sich zuerst um Marty, wenn ich das richtig sehe. Und links müsste dann Johnny Boy sein. Und Cody lässt sie erstmal links liegen. Nein, das ist jemand komplett anderes. Wow, wie spannend. Ihr erinnert euch? Diese Frau haben wir auch gesehen. Unsere Special Edition. Und im Anfangsmenü taucht sie auch immer auf. Also sprich, ganz am Anfang, wenn das Spiel startet. Eine fünfte im Bunde, die uns vielleicht irgendwie lenkt. Spannend. Genau, ja, sie ist zu sehen auf der, wie nennt man es denn? Steelcase, auf dem Steelcase. Steelbook Edition, dankeschön. Meine Gott, jetzt hat mein Kopf mich im Stich gelassen. Auf der Steelbook Edition, sie ist auf dem Steelbook drauf. Und wenn man ganz am Anfang das Spiel startet, wow, sieht das futuristisch aus. Dann ist sie da auch zu sehen. Wir sehen nämlich auf dem Bild am Anfang dort Cody. Dann sehen wir Johnny Boy, Marty und Kimmy. Und eben diese Frau, die bisher noch keinen Namen hat. Schauen, ob wir uns da auch noch was Schönes ausdenken. Gut, gehen wir heran. Und das Jobmenü Kampfeinstellung können wir gerade lassen. Sehr, sehr schön, das gefällt mir. Ich wechsle aber auf den Ronin. Jetzt gucken wir uns mal hier um. Wir sind 8 Minuten drin in der Folge. Haben gut was erreicht. In der letzten und auch in den Folgen davor. Und hier wollen wir jetzt natürlich auch die Action haben. Let's go. Genießen wir das. Und irgendwann muss ich den Ronin auch mal... Tor des Hochmuts. Schön. Irgendwann muss ich den Ronin auch mal anpassen. Wow. Okay, wenn du das sagst, Kimmy. Okay. Das scheint die Erde zu sein, oder? Wow, genial. Lassen wir kurz mal auf uns wirken. Dazu mache ich auch die Musik kurz ein bisschen lauter. Lass die Kamera ein bisschen fahren und schwenken. Ganz frisch aktuell, vor einiger Zeit, ist ja Xenoblade Chronicles 3 angekündigt worden. Und wenn ihr Teil 1 und 2 gespielt habt, dann wisst ihr, da landet man auch irgendwann oben im Weltraum und versteht die Verbindung zwischen diesen beiden Spielen. Ein bisschen außen vor ist auf der Wii U erschienen Xenoblade Chronicles X, war allerdings der erste Teil, den ich gespielt habe, zusammen mit meiner Frau 2015 direkt zum Release. Ich weiß noch, das müsste am 3. oder 4. Dezember an einem Freitag gewesen sein. Und ich weiß noch, wie mich das damals gefesselt hat, auch wenn das vielleicht so ein bisschen das Spiel ist, wo die meisten sagen, ah, das sticht so ein bisschen raus. Ich fand's cool mit den Mechs und allem und hatte richtig Spaß dran. Und an das erinnert mich das gerade hier so ein bisschen, A, dass man im Weltraum ist und B, dass man im zweiten Teil, also in Xenoblade Chronicles 2 für die Switch, irgendwann ganz gegen Ende oben ist und herabblickt auf die Erde. Wenn es denn überhaupt noch die Erde ist. Lässt ja viel Interpretationsspielraum zu.
Okay, wollen wir uns nicht zu lange davon aufhalten lassen? Hab nur ein bisschen sinniert. Aber dieses Let's Play ist dafür da, um nach vorne zu treiben und Gas zu geben. Gucken wir mal, was hier passiert. Hier sind Wächter. Das sind meines Wissens die, denen wir diese schöne One-Handed Gut-Wrench Powerbomb verpassen können. Ja, oder wir kassieren einfach mal ganz viel, ne? Jawohl, das hat doch noch irgendwie geklappt. Los geht's. Hopp. Jawohl. One-Handed Gut-Wrench Powerbomb. Und noch ein Tritt hinterher. Am Anfang nimmt er Two-Handed und dann macht er den Slam nach unten, aber nur noch mit der rechten Hand. Deshalb habe ich das Ganze One-Handed Gut-Wrench Powerbomb getauft. So, nee, für euch gibt's Flair. Ja, wenn es denn trifft. Und weg mit dir. Zack und Blitz und Tschüss. Da ist sie wieder. Double Pickup and One-Handed Slam down to the earth. So, hauen wir dem wieder mal Flair rein. Na, natürlich nicht, weil der Schwarzmagier seltsamerweise nicht auflädt. Kapiere ich nicht so ganz, aber ist auch nicht wild. Oh, der kann so komisch zischen. Und weg. Zack. Ja, block du mal. So ein bisschen Resonanz vielleicht, ne? Double Pickup, One-Handed Slam. Deshalb One-Handed Gut-Wrench Powerbomb. With a kick to your ass as finish. Okay, schnetzeln wir uns hier weiter durch. Es erwartet uns hier noch sehr düster, sehr cool. Ich mag diese Einstellung, ich liebe HDR. Seit 2016. Ich habe mir extra einen Fernseher gegönnt dafür. Und also mich fasziniert das immer wieder total, wie die Welt dadurch ausschaut. Okay, jetzt kommt. Jetzt zwiebeln wir denen mal wirklich gebündelt Flair rein. Flair rein. Und zwar nicht Ric Flair. Ihr seht, selbst hier könnte man eine Verbindung dazu finden. Wenn ich will, finde ich überall Wrestling. Double Pickup, One-Handed Powerbomb Slam. And a Gut Wrench. From the beginning. So, was haben wir hier? Zack. Meine Güte, ich merke es gerade selber, dass ich heute absolut over the top bin. Ich hoffe, ihr genießt das, ihr habt Spaß dran, ihr versteht meinen Spaß an diesen Spielen. Ich das durchziehe, die vierte Wand durchbrechen, lustig durch die Gegend eiern. Gegner vertrimmen und dieses Spiel nach vorne treiben. Hier ist nichts, haben sie gesagt. Okay. Johnny Boy, hast du eine Idee, wie es hier weitergeht? Kimmy, hast du eine Idee? Sieht nicht so aus. Nicht schlimm, ihr seid auf andere Art und Weise nützlich. Vielleicht geht hier was. Nein. Hier kommen wir einfach nur zurück, oder? Ja. Hä? Was übersehe ich hier? Was ist die Problematik dieses Bereichs? Ist hier was? Ja, hier ist was. Okay. Na also, geht doch. Okay, spannend. Wieder ausgeschaltet. Und wenn man es... Zack, nochmal einschalten. Ja. Ist halt blöd, du steuerst und normal machst du es dann mit dem rechten Daumen. Da du hier aber das drücken musst, müsstest du so weit rübergreifen, dass ich mit dem linken Daumen das drücke. Naja, nicht schlimm. Was passiert jetzt hier? Ah, jetzt geht der Aufzug. Schön. Dann gucken wir doch mal. Aufzüge in dem Spiel eine ganz besondere Bewandtnis. Gerade im Mirage des Kristalls war das unglaublich nützlich und gut. Letzte Folge hatte ein bisschen Überlänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut euch die Sachen vielleicht auch zwischendurch nochmal mehrmals an, um zu sinnieren, was war. Oder kommt auf andere Ideen hier mit Spaß zum auf dem Kanal. Wir sind im Heiligtum der Siegreichen. Meine Güte, Cody, was ist denn schon wieder los? Also ab und an schwächelt er echt ordentlich. Okay, da ist nur einer. Ja, können wir ihn anvisieren. Sehr gut. So ein bisschen auf Distanz gehen wäre gut, wenn ich denn überhaupt es könnte. Meine Güte. Okay, blocken wir mal. Okay, kommt kein Angriff. Ja gut, dann hau ich halt doch einfach nur rein, ne? Und zack. One-Handed Gut-Wrench Powerbomb. Finished with a kick. Wie hieß das doch damals so schön zur eine der ersten Werbung Xbox Dead or Alive 3, warum es gut ist? She kicks high. Ja, er kickt hier auch hoch. Wer es nicht kennt, googeln, mich fragen. Lustige Sache. So. Nein, 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 nein. Ach Mist. Das hat gar nicht geklappt. Okay, nicht schlimm. Los. Zack. Also in letzter Zeit funktioniert mir das nicht so richtig mit dem Ausbau der Magiepunkte.
muss auch ehrlich zugeben, das hier ist jetzt mal ordentlich dunkel, ne? Ah, oh, wir haben wieder nicht genug. Eieiei. Okay, wir müssen erst hier den umhauen. Sonst haben wir da keine Chance. Zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Jawoll, richtig gut. Die Folge könnten wir zack, zack, zack nennen, weil ich ganz viel Gezacke habe. So, also. Was ist mit dem Windelementar hier? Ja, hübsch bist du in grün. Wir kennen dich auch schon in rot und in blau. Für Eis und Feuer. Und jetzt muss ich blocken und jetzt muss ich sie leider zerstören. Zack, da werden sie übrigens dann alle rot. Zwar nicht wegen Blut oder sowas, sondern als ob sie so gestunt sind. Und dann zertrümmert man sie, als ob sie von Magma erfüllt werden. Nicht, weil der Wille gebrochen ist. Und wieder reicht's nicht. Okay, kann ich den nach vorne locken hier? Ja, ja, komm, komm, komm. Heißt der heilender Wind? Heißt der heilender Wind, dieser eine Gegner? Schöner Name. Sehr bejahend. Ja, sehr gut, das hat geklappt. Oh Mann, komm, mach. Uiuiui. Muss ich kurz heilen. Zack. Und wieder. Jawohl, schön. Geht ja wie das Brezelbacken. Windelementar. Und ich glaube, der Move heißt einfach heilender Wind. Oh, Mist, Mist. Jawohl, schön unterbrechen. Ja, schön unterbrechen. Okay, da reichen auch normale Schläge. Muss ich mir merken. Da kriege ich recht schnell den Willen runter mit normalen Schlägen, sodass ich dann mir was aufsparen kann. Schön, hat gut geklappt. Macht Spaß. Ist bisher so ein bisschen das, ja, seltsamste Gebiet. Damit rechnet man erstmal nicht, wenn man in dieser Welt ankommt. Ja, so sieht's aus. Was sind wir hier? Können wir das machen? Ja, können wir. Sehr gut. Mhm. Hätte ich jetzt auch geschätzt. Okay. Kommt auch mal wieder eine Sphäre für uns. Das wäre sehr, sehr nützlich. Ja, jetzt geht hier natürlich nichts. Speichern wäre mal nicht schlecht, Leute. Verstehe ich, Kimmy. Mir geht's genauso. Weil irgendwas wird hier passieren. Wir sind mal ganz ruhig. Jo. Schaffen wir das vielleicht? Jawohl. Sehr gut. Okay, das war easy. Ja, das war fast schon gefühlt zu easy, ja, weil es nämlich hier noch mehr gibt. Okay, das erklärt jetzt, warum es easy war. Geht ihr mal ran. Jawohl, ihr müsst halt die auch besiegen. Kommt, wenn ich schon den einen da besiege, müsst ihr euch auf die anderen stürzen. Los, los, los. Sauber, sehr, sehr gut. Scheint hier alles zu funzen. So, geht da noch was? Oh, oh, oh. Ah, das ist von Blitz erfüllt. Das heißt, da werde ich entsprechend gegrillt, wenn ich da dran komme. Oder in dem Fall der gute Cody. Ja, wir happeln nicht lang rum. Wir gehen jetzt einfach hier lang, weil es hier weitergeht. Wechseln mal auf den Ronin wieder. Schön ein bisschen Abwechslung hier reinbringen. Schauen uns mal an, wo es hinführt. Johnny Boy und Kimmy stehen Spalier. Warten drauf, dass was passiert. Und ich glaube, sie müssen nicht allzu lang warten. Ich block schon mal sicherheitshalber. Zusammenkunft von Licht und Finsternis. Schöner Name. Und ja, es ist eine Sphäre. Geil. Besser hätte es ja nicht passieren können. Also, gehen wir rein. Jobmenü, sehr, sehr schön. Missionsstufe 40. Schwierigkeit schwer. Erinnerung des Windes. Luftschloss. Ob wir wirklich hier wieder 4 Kristalle kriegen, das wird spannend sein. Ja, da links hat man schon alles aufgebaut. Kann man das jetzt lernen? Was ist das? Element Eis, Statusbonus Stärke. Okay. Ne, können wir nicht. Nicht genügend Jobpunkte. Also brauchen wir es auch nicht. Klinge der Verzweiflung, habe ich schon gesagt, will ich jetzt eigentlich gar nicht machen. Und das wieder nur eine Combo. Verbessert Fertigkeiten folgenden Slot, Senshin-Haltung YY. Und es ist eine Waffenart, Katana, Combo 2, XXY. Also ehrlich gesagt, ich verstehe es gar nicht recht, was da steht. Muss ich ehrlich zugeben. Wenn ich jetzt hier draufklicke, kann ich da irgendwas einstellen, machen? Nö. Okay. Keine Ahnung. Soll mich jetzt aber auch nicht zu sehr beschäftigen. Es funktioniert ja. Ich komme ja offensichtlich durch und habe mich auch so weit damit beschäftigt, dass ich Spaß dran habe. Okay, das verbessert Fertigkeiten, das finde ich immer gut. Da verstehe ich es jetzt auch, weil das heißt XXXY. Beim anderen habe ich es nicht verstanden, weil da steht XXY und dann verbessert Fertigkeiten in folgendem Slot YY. Das leuchtet mir nicht so ganz ein. Lässt dich schneller ausweichen, ja. Okay, keine Ahnung, ist auch nichts zum Ausrüsten, also war ich jetzt beim anderen mehr dabei und habe es verstanden. Ja, das war eine nette Sache, wir speichern nochmal manuell.
Und dann wissen wir, dass es hier nach geradeaus weitergeht. Wir sehen da auch schon direkt ein Windelementar. Und für hier heute und dieses Video heißt es Frankie auf.